Hallo zusammen und guten Morgen auf Hallo. unserer Morning Show auf Adobe Live. Am grünen Donnerstag. Ja, am frühen Ja, am Donnerstag? grünen Am Donnerstag ist heute. grünen Das ist der Donnerstag. Osterfeiertag, ja. Osterfeiertag. Oh, Wow. okay. Deshalb sind so wenige Leute im Ja, die Büro schlafen alle heute. aus, Ja, gell? die sind alle, ja, das Büro ist so leer, ist fast wie in einer Geisterstadt Genau. rumzulaufen hier. Hat dich irgendjemand raufgebracht heute oder Ja, war da jemand? ja. Ja, Ja, aber ich okay. bin selber dann Ja, hochgestiegen, also. selber hoch in die Büros Ich rein und kenne mich ja so. aus mittlerweile, Ja. gell? Hallo zusammen, ihr seid ja alle schon im Chat. Heute ist unser dritter Tag auf Adobe Live. Alles geht hier um Illustration diese Woche. Ja, mit Eva Wiedermann, mit dem Percy Chen, mit der Kati Szilagyi und dann mit dem Moritz Adam Schmidt. Vier sehr, sehr coole, aber auch sehr verschiedene Illustratoren. Das ist sehr cool zu sehen, wie die alle verschieden arbeiten, aber auch nicht so verschieden im Ja, Endeffekt. so Das sind so einfach so Grundprinzipien sind oft die die gleichen, ja. Grundprinzipien, ja, sind oft die gleichen. Hallo Thomas, hallo Anzi, ich mag jeder schnell durch die Liste. Daniela Kress, Evil Cerise ist natürlich auch hier. Unser guter Tim, guten Morgen Tim. Hallo. Der passt immer ganz gut auf unser Chat auf. Ja. Obwohl ja ziemlich wenige Trolls hier sind, ich kreise mal die Finger. Aha. Aber danke, Tim, für deine Arbeit. Madame Feueriegel ist auch hier. Hallo, guten Morgen auch an dich. Eva Wiedermann ist auch im Chat. Ja, Ja, oh. ich gucke mir selber beim Streamen zu. Genau. Ameisenkaiser ist auch hier. Bernd Steinbring. Anzi, Thomas. Ja, wie gesagt, hallo. Willkommen zurück. Das ist unser dritter Tag. Hier auf Adobe Live könnt ihr auch alle Replays sehen. Da ist ein kleiner Replay-Tab unten rechts. Da sind alle Replays schon gelistet vom ersten und zweiten Tag. Und in Zukunft werden natürlich auch alle Replays auf unserem Adobe Deutschland YouTube-Kanal zur Verfügung sein. Man kann sich alles wieder angucken. Wenn ihr die zwei ersten Tage mit Eva verpasst habt, da tue ich wirklich echt sagen, guckt euch die an, weil das war wirklich, wirklich sehr cool. Am ersten Tag haben wir ein, wie hieß das? Wolpertinger. Ein Wolpertinger. Den kann ich mal kurz zeigen. Ja, oh, Ja. gern, ja. Der war da. Und da Müssen wir, coole. da wir umschalten jetzt Ah, erstmal. ja, oh, ja, das vergesse ich ja immer. Ja. Danke. Ah, kannst ja selbst produzieren jetzt da. Genau. Da war der Wolpertinger hier. Der Wolpertinger, ja. Genau, sowas. Der sah bis so 5 Minuten vor Ende Stream ganz süß aus und plötzlich kamen Zähne und wurde ganz dark und Ja, ja, böse. Und böse. gestern haben wir das Evas Vieh gemacht, gell? Das Evas Vieh, ja. Und mit dem Evas Vieh haben wir auch einen kleinen Contest, Ja, ja. da haben wir gestern schon Der einige läuft coole noch, Sachen gesehen. ja. Ich hab schon gesehen, auf Twitter und Instagram sind schon Sachen. Also der Contest ist eben Evas Vieh zu nehmen. Vielleicht kann der Evil Cerise noch mal den Link zu meinem Tweet oder sucht mich auf Twitter, Rufus D. Da ist Evas Vieh. Das kann man sich runterholen und dann in irgendein inszenieren und auch ihm einen Namen geben. Also mit Typografie im Bild und dem Evas Vieh einen Namen geben. Also es macht eigentlich, kannst du es nochmal zeigen Ja. und erklären, was der eigentlich macht mit diesen großen Ah Händen ja, da? stimmt. Ja, das ist so Das ist so ein, elektrisch. der macht dann. Genau, wie diese Herzschrittmacher, oder wie nennt man die? Herzschrittmacher, oder? Diese Pads. Ja. Wie sagen die nochmal? Eins, zwei, drei. Los, weg! Ja. Irgend sowas, auf jeden Fall kommt der Funken raus. Oder das Ja. steht ja euch frei, das zu machen Genau. quasi. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, die reingekommen sind. Auch auf Instagram ist was reingekommen. Und die gucken wir uns um 11:30 Uhr an mit Eva. Und da werden wir einen Gewinner aussuchen. Und der Gewinner kriegt ein Jahr Creative Cloud. Was Ja, ziemlich cool ist. das ist ziemlich cool. Ein Ja. Defibrillator, sagt Eva Cerise Genau, ein ganz richtig. Defib. Ja. Defibrillator. Herzschrittmacher. Das ist ja was Eingebautes, Dö. ja. Oh, ich kenne mich da nicht aus, ja. Zum Glück habe ich Das. sowas nicht, das muss ich nicht Ja, wissen. okay. Ja, Genau. obwohl das ist so eine Sache, die man wissen müsste, oder? Ja, eigentlich Wenn da plötzlich schon. jemand auf den Boden fällt und da ein Ja, Defibrillator an der wo Wand ist der steht, und, ja. Herzschrittmacher? Okay, Eva, aber Eva, bevor wir vergehen, kannst du schnell wieder deine Webseite zeigen und Genau. ganz, ganz, ganz schnell Genau. sagen, was du so machst und so und verschiedene Arbeiten. Ja, also wie gesagt, ich bin Illustratorin
Ich mache Concept Artist, ich mache Charakterdesign, ich mache Comics, ich mache alles, was so anfällt, was irgendwie in meine Stilrichtung fällt, was mir Spaß macht. Ich habe als Grafikdesignerin angefangen vor vielen Jahren und vor 15 Jahren ungefähr, nach 14 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Illustratorin. Und seitdem bin ich dabei und es läuft. Toi, 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 hoffentlich noch weiter. Momentan mache ich alles ein bisschen langsamer. Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Kind und da geht einfach nicht mehr so viel. Ja, das ist viel Leider viel Arbeit. Ja, hast Arbeit. selber Kinder, oder? Ich habe zwei Oh Gott, Kinder. ich habe mit einem schon voll. Ja, zum Glück hatte ich diese Arbeit nicht, als die Ja. Kinder jung waren. Ja. Das hat erst angefangen, als sie so 4 und 6 waren, das mit dem ganzen Reisen. Ja, am Anfang war ich 270 Tage pro Jahr in Fliegern rum. Ja, Nein. ja, ja. Okay, da kann man natürlich Ja. keine kleinen Kinder Nein, großziehen, nein, ja. nein. Aber zum Glück war ich mit denen, als sie klein waren Ja, und ich finde, das ist ja. auch die echt wichtige Zeit. Und man, klar, man kann die jetzt in die Kindertagesstätte stecken und Ja, manche die Leute müssen das ja, aber ich habe zum ja. Glück die Freiheit, dass ich jetzt nicht zwingend Vollzeit arbeiten muss. Mein Mann verdient da das Geld und ich mache Halbzeit meine Sachen und von daher passt es. Ganz Dein gechillt. Hobby. Mein Hobby Mein als Beruf, genau. Hobby. Nee, aber ich finde es auch einfach wichtig, weil ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich mache 3 Jahre frei, Mutterurlaub oder sonst irgendwas und kümmere mich komplett um mein Kind. Aber ich finde es extrem schwierig, gerade wenn du Freelancer bist als Illustrator und dann 3 Jahre eine Pause machen, dann bist du dann weg vom Fenster, glaube ich, irgendwie. Also man muss ja auch irgendwo dabei bleiben, man muss ja ständig auch sich wieder was Neues auf den Markt schmeißen oder sowas. Also wie gesagt, es wird ja auch wieder besser, gell? Ich fange ja mal mit Illustration an. Da habe ich alles aufgelistet in kleinen Projekten. Auch so eine Sache, wo ich unbedingt mal wieder updaten müsste wahrscheinlich. So die letzten. Und auf Behance Ja, habe ich kurz gemacht, vor ein paar Tagen, genau. Vor ein paar Tagen, Ja, okay. da habe ich ein neues Projekt hochgeladen, genau. Ich mache viel digital, deswegen sind wir auch hier mit diesem riesen Monster an Cintiq vertreten. Und danke nochmal fürs Herschleppen und so, gell? 40 Kilo Tech hier. Massiv. Ja. Aber es ist sowas wie eine digitale Leinwand. Und klar, das geht auch kleiner, aber irgendwie, ich habe es gern so schwungvoll. Genau. Ich habe hauptsächlich für Rollenspiele gearbeitet bisher, für Computerspiele. Ich mache auch Charakterdesign für Animationen zum Beispiel. Selber kann ich keine Animation, ich würde es unheimlich gern lernen. Aber ist auch so eine Sache, das ist so ein Projekt, das schiebt man auf, wenn irgendwann mal mehr Zeit ist. Aber mit dem Großzeichnen, das stimmt, das habe ich auch in der Schule gelernt, vor vielen, vielen Jahren, Ja. dass wenn man auf kleinen Blättern zeichnet, hat man kleine Ideen. Aber wenn man auf großen Blättern wie Ja. A3, A2 zeichnet, mit mehr Schwung und so, da Ja, dann kommt einfach mehr raus, kommt klar. Und einfach mehr man raus, ja. verfisselt sich auch nicht. Wobei ich sagen muss, ich bin, also wenn ich zeichne, dann zeichne ich lieber kleinformatig. Also hier digital, gern groß, weil man muss doch mit Shapes und ein bisschen so mit Farbe reinklecksen. Und aber wenn ich jetzt einen Pinsel oder Bleistift, mein Ja, Skizzenbuch, dann das, dann muss ja. es ganz klein sein, weil da muss es schnell gehen und da verliere ich mich darauf, wenn es zu groß wird. Super. Genau. Wie gesagt, ich mache auch viel traditionell. Ich skizziere unheimlich gern. Das sind lauter Bleistiftzeichnungen. Moment. Ja, so Charakter, Im Chat Gesichter. sind sie noch alle am Kaffee trinken und so. Das Ja, passiert seit Kaffee habe ich 5 auch gerade Minuten gehabt, der ist nichts. schon weg. Ja, Ah, ist schon weg? Ist ja schon habe ich schon weggestellt? runtergestürzt. Ah, Ja. okay, runtergestürzt, okay. Ja. Was mache ich sonst noch? Ich habe Kinderbücher gemacht. Hier auch über Indiana zum Beispiel. Gell? Das ist vom Oettinger Verlag. Das ist alles eine Auch diese klassische. Mappe und so. Ja, alles Wow. klassisch, Aquarell, alles traditionell gemacht und halt bloß noch Retusche gemacht, digital ein bisschen. Ist auch schon älter, das Ganze, das ist auch schon fast 10 Jahre alt, das Projekt. Aber es hat echt Spaß gemacht. Man sieht sehr erdige Töne Ja, wieder, es gell? ist merkwürdig, wie Deutschland so ein Relationship mit den Indianern hat. In Ja, das ist Deutschland sind Winnie Two Indianer, und Karl May, ja. genau, ja. Ich weiß noch, von meinen Eltern, wenn wir da mal Fernsehen geguckt haben, die ganzen alten Western und die ganzen, Ja. ja, Karl May, Winnie Two Und und sowas, gell. Country-Music ist ja auch Ah, sehr. damit kann man mich Ja, jagen, aber ja, ja, jedem das Seine, ja. gell. Deutsche Country-Music, Oh Gott, das ja. bringt mich immer zum Lachen, Ich muss glaube, ich das heißt dann sagen. Ah, Schlager, Schlager. okay. So Musikantenstadel und sowas. Na, das bitte nicht. Ja, ich habe hauptsächlich für Hearthstone mache ich gerade viel. Da bin ich fest dabei. Ich mache
ich habe für Dungeons and Dragons angefangen. Da habe ich die 3.5 und 4th Edition gemacht. Und die wechseln dann immer die Illustratoren. Also ich habe da auch schon länger nichts mehr gemacht dafür. Mittlerweile bin ich mehr bei Hearthstone dabei. Und hauptsächlich auch viel Concept Art für Games. Was schade dran ist, dass man einfach lange, lange Zeit nichts zeigen kann. Also vor allem, wenn die... NDAs und so. Ja, also ich arbeite momentan nonstop, wenn ich heimkomme, bis abends. Und ich kann für das nächste Jahr wahrscheinlich nichts zeigen davon. Nichts zeigen. Also ich habe viel, viel zu tun und tolle Illustrationen, auch die ich echt gern zeigen will, aber darf nicht. Und wenn das Projekt dann auch nichts wird, ist auch schwer, dass man dann auch was zeigen darf. Man muss immer so ohne Namen, ohne Client und sowas. Ja. Man muss erst nachfragen, darf ich es zeigen? Ich kann ja auch nicht sagen, was im nächsten Photoshop kommt. Ja, das also, ist schon gemein. Gell? Vielleicht nachher beim Kaffee oder so. Nee. Und Designer auch gefragt, gibt es morgen dann das 8-stündige Stream-Spezial digitales Ostereier bemalen? Oh ja, das wäre es doch. Stimmt, ja. Sehr cool. Und also, heute hattest du was ganz Neues vor, also weißes Blatt wieder. Genau, ein weißes Blatt, ganz cool. Mhm. Nee, ich habe mir gedacht, heute mal was Freies, Spontanes und so ein bisschen Improv. Weiß nicht, wenn die Leute Lust haben, können sie mal zwei, drei Begriffe geben. Ich würde gerne irgendwas, also so eine Büste meinst du, so ein Charakter, keine Ahnung, Frau mit Rüstung, so Schulter, Büste, sowas. Aber das Thema davon... würde ich gerne euch überlassen. Ja. Also, hey Chat, ich versuche irgendwas auf draus zu machen. Eure Keyboards und los mit Ideen für Eva. Einfach ein paar Worte, es kann sein, kann und Gänseblümchen, Maus und dann muss ich daraus was Schickes machen. Und diejenigen, die noch für das Contest noch nicht fertig sind, habt ihr noch ein wenig mehr als eine Stunde. Genau. Griechische Mythologie, sagt Julia Tschirna. Thomas sagt, Ostereier bemalen wäre doch was für Arthur mit einem Menschen. Ja, das stimmt. Und Designer auch gesagt, um 10 Uhr kreativ sein? Ja. Oh. Evil Sorry sagt, Sommer, Sonne, Kaktus. Münchner Kindle in Fantasy-Rüstung. Das ist auch cool, ja. Sagt Laubi, Just Wiesel, Tauren-Schamane. Artless Angel sagt Engel natürlich. Aha. Julia, ich finde generell diese griechischen Sagen total interessant. Ja, die griechischen Sagen sind total interessant. Ich finde die Idee mit dem Münchner Kindlenrüstung echt cool. Ja, okay. Ja, das taugt mir jetzt gerade total. Okay, sehr gut. Laubi, machen wir das. Okay. Oh, es wäre cool, wenn die Figur Dreadlocks kriegen würde. Ich finde die so unheimlich schwer zu malen. Ja, ich auch. Quest. Ich habe nur 2 Stunden genau, heute. Also, keine Dreadlocks heute. Aber wir machen ein Münchner Kindle in Rüstung, in Fantasy-Rüstung. Ja, cool. Okay. Ja, alles klar. Jetzt google ich erstmal nach dem Münchner Kindle. Ich brauche da ein Bild dafür, damit ich da auch alles richtig mache. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Nicht? Nein. Das hast du bestimmt schon gesehen, also so als Halbmünchner. Ah. Ja. Das ist hier. Das ist dieses Wahrzeichen, dieses Maskottchen von München quasi. Das ist auf dem Wappen drauf. Okay. Das hat hauptsächlich Bier in der Hand, gell? Ah, Bier. Okay. also nichts mit christlichem zu tun oder so. Doch, es ist so ein Mönchskind. Also, ein Mönchskind, okay. Ja, es gibt auch immer beim ist Oktoberfest... Ist München der kleine Mönch? München, es kommt vom Mönch. Ja. Also Mönchchen, ja, das ist... ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, München, ja. Aber es kommt von Mönche, weil dann Kloster war. Mal schauen, was sind also die Wortzeichen? Man kann so eine World of Warcraft-Elfe machen in Münchner Kindle-Rüstung oder sowas. Das wäre natürlich schon cool. Jetzt machen wir mal auf. Wir haben hier... Ich lerne so viel auch über München. Vor 2 Tagen habe ich von diesem bayerischen mythologischen Vieh gelernt. Mhm. Ja, der Wolpertinger, gell? Wolpertinger. Ach, das ist ja süß. Okay, was hat das denn in der Hand? Das hat Buch, gell? Ja. Ich nehme einfach mal diese junge Dame hier und orientiere mich an dem Outfit, so ganz grob.
Er hat gesagt, wir machen eh nur eine Büste, weil zeitmäßig reicht es nicht für mehr. Okay. Na dann. Mach ich den mal grau. Ich arbeite einfach mit 50% grau, neutral. Dann kann Als man, Hintergrund, ja. genau, dann kann man einfach mit den Lichtern und, weil wenn man es immer auf strahlenweißen Hintergrund macht, dann, wenn du es irgendwann ausdruckst, kann es sein, dass es richtig dunkel rüberkommt, weil das Licht von außen, von der weißen Fläche so sehr rein wirkt in das Ganze. Okay. Also ich habe, wie gesagt, noch nicht viel Plan. Ich habe es mit dir auf der Hintergrundebene angefangen. Ja, Wieder mal gerade geschnallt hier. Jetzt das eigentlich. passiert allen. Ist mir schon so oft passiert, ja. Ganz grob einfach mal Gesicht. Ich sage vielleicht noch mal schnell dein Vieh von gestern. So. So, und das Vieh, also hat noch keinen Namen. Das könnt ihr auf meinem Twitter-Feed finden, Rufus D. Und eben, das wollen wir in einer Umgebung sehen, in einem, und mit einem Namen. Okay? Das Vieh muss Das genannt Vieh. werden, okay? Sind schon ein paar Sachen reingekommen, aber ich habe noch ungefähr, ja, mehr als eine Stunde, wenn ihr mitmachen möchtet. Mit dem Hashtag Adobe Live wieder publizieren auf Twitter oder halt auf Instagram. Die beiden gucken wir uns an. Ich kritzel da echt total oben drüber und je nachdem, welche Linie dann mir irgendwann gefällt, die übernehme ich dann. Also ich habe zum Beispiel einmal böse Augenbrauen und einmal neutralere Augenbrauen, aber ich weiß noch nicht, wie es dann irgendwann stimmt, mache ich das dann. Walking Mills sagt, schön euch wiederzusehen. Daily Show. Könnte man sich dran gewöhnen. Ja. Morgen sind wir wieder da. Nein. Ja, ich bin hier fest angestellt mittlerweile, jeden Tag streamen. Sag mal, Viech, Viech oder Vieh, Viech. Viech ist bayerisch, Vieh Ah. ist deutsch. Ah, okay. Also Designerauge sagt Viech. Deshalb Ja, bayerisch bist wahrscheinlich. der Bayer, Ja. oder? Natürlich auch unendliche Stunden Praxis oder so. Also, du meinst einfach Also Übung so oder Übung, ja. wahrscheinlich Leben lang Übung, Leben lang, ja. Leben lang Übung.
hieß dieser belgisches Comic mit so einem Elfen? In den 80er Jahren. Elfquest? Nein, es war amerikanisch, gell? Weiß ich nicht mehr. Also ich mache hier so eine Elfe mit ein bisschen bayerischem Einfluss wieder mal. Oh Gott, ich bin so furchtbar bayerisch, gell? Aber wenn man Münchner Kindl macht, dann muss das schon so sein. Bisschen kleiner. Ah, die Sana hat gesagt, ich habe es nur von Eva übernommen. Viech. Ich bin eher schwäbisch, okay. Ah, da habe ich auch mal lange Zeit gewohnt. Der Stuttgarter Gegend. Ah, Vieh ist aber ein eher ein abwertender Ausdruck. Ja, so Viech halt. So das, eher was Garstiges. Das muss genau. Ich als Animal Fantasy Autor mal sagen. Okay, Walking Mans. Okay, gehört. Und Thomas sagt, Eva, wenn ich das Zeichnen sehe, weiß ich, dass ich noch viel lernen muss. Das denke ich mir bei so vielen anderen Künstlern auch, wenn ich die live sehe, dann denke ich mir, wow. Vor allem ist es auch interessant, dass jeder irgendwo anders, also irgendwie anders anfängt. Mhm. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich gibt es gewisse Sachen, die, ja, die in die Form reinhelfen. Ja, man ist einfach so gewöhnt auch teilweise. Mhm. Es gibt Leute, die fangen, keine Ahnung, mit den Ohren an oder mit dem Körper zuerst und machen das Gesicht zuletzt. Also ich bin jemand, dadurch, dass ich einfach Charaktere und Gesichter total interessant finde, ich hänge mich Ewigkeiten oft an Gesichtern auf. Das ist auch teilweise oft mein Fehler gewesen, das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Gerade wenn ich so ein Charakterdesign gemacht habe, so ein ganz Körperding, ich habe mich sofort aufs Gesicht gestürzt und da ein erstes Gesicht gemacht, das war das Interessanteste und der Ausdruck und die Augen und der Rest vom Körper bis zu den Füßen runter ist dann echt schlampig geworden irgendwann, weil ich so keinen Bock mehr gehabt habe. Aber mittlerweile mache ich dann alles doch so gleichzeitig. Ich mache ein bisschen Gesicht, dann mache ich ein bisschen Restkörper und so weiter. Thomas sagt auch, dein Stil formen zu können, ist genial. Danke. Ja. Ist auch sehr chaotisch, weil man muss am Ende dann doch ein bisschen fokussieren, was will man hier eigentlich. Deine Auge meint, das sieht echt schon super aus. Bei mir wird alles immer so kindlich comichaft. Aber ich nenne es dein eigener Stil. Genau. Ah, und
Du wagst 1, 2, 3, 4, hat. Ah, ich wusste doch, dass ich den Anodized RoboCop im Thumbnail erkannt Ah, habe. Ja. hast den selber im Deck. Darf natürlich jetzt der Bierkrug nicht füllen, gell? Bloß mal angedeutet. Katharina, Kaiser Media, sagt, gut, dass nun ein langes Osterwochenende folgt, dann kann ich ein wenig üben. Und Daniela Kress fragt, hast du denn Tipps für Anfänger? Das ist ein irgendwie was Spezifisches, weil man als Anfänger fängt man ja mit allem Möglichen an. Irgendwas irgendwie auf was bezogen? Die Frage. Okay. Tipps für Anfänger, mal so in Also Hinsicht fürs auf Zeichnen, das sagt sie. Zeichnen, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Studien, Studien, Studien. Es kommt halt immer darauf an, wo, in welche Richtung du rein willst oder was dich interessiert. Wenn du natürlich gern Charaktere zeichnest, ist es ganz wichtig, dass du Menschen studierst oder einfach Anatomie oder Tiere oder alles Mögliche. Also habe ich gestern auch schon gesagt, Akt zeichnen. Es gibt im Internet auch viele Studien oder auch Kurse, Bilder. Einfach oder einfach mit dem Skizzenbuch rausgehen in die Welt und einfach mal alles zeichnen. Das können Blätter sein oder Bäume oder Landschaften. Das hört sich oft alles langweilig an, aber es ist super interessant, welche Formen man finden kann und auch mit Licht und Schatten. Ja, das ist wirklich wichtig, einfach anzufangen und zeichnen, 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 wie du sagst. Genau. Man sieht auf Twitter sehe ich oft auch auch auf den verschiedenen Behance und so, wo Leute gesagt haben, das ist meine erste Skizze und das ist nach einem Jahr dieselbe Idee oder so. Und Genau, da kann ja. man genau sehen, was Den das bedeutet, Unterschied, ja, den genau. Unterschied. Ja. Probier mal da werde ich angucken, am Zeichnen. Die Rüstung, um durch das Oktoberfest rumzulaufen. Genau. Rüstung besteht jetzt hier erstmal einfach nur aus einem Schulterpad, so einem Schulterteil. Jetzt mit anderen Ebene, damit ich einfach ein bisschen mehr Freiheit habe. Dem RPG Play 21 gefällt's. Nice.
Ja, und danke Laubi für die Idee für den Münchner Kindle in Fantasy-Rüstung. Ja. Ich weiß selber noch nicht genau, was da rauskommt, aber. Kaiser Meda, also Katharina sagt, mag nicht mit meiner Arbeit anfangen, schaue nur gebannt der Eva zu. Ja. So ein paar Striche und schon so viel Ausdruck. Ja. Und Chantal Wehrmann, ich habe eine technische Frage. Sind die Kyle Webster Brushes auch für die CC 2017 verfügbar in Photoshop? Nein. Das ist wirklich eine Sache, die im letzten Update Okay. funktioniert. Warte mal. Doch, die sollten eigentlich schon funktionieren. Aber warum nicht auf 2018 gehen? Aber nein, die Option Get More Brushes ist nicht da. Da müsstest du schon direkt hinlenken. Und vielleicht kann der Evil Cerise dir den Link dann einfach so in den Chat reintun. Ich weiß nicht. Natürlich ist es immer gut, auf die letzte Version arbeiten. Das macht alles viel einfacher. Erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo du deine Photoshop-Sachen oder InDesign-Sachen auf eine ältere Version absichern musstest Oh und so. Gott, ja, oh Gott. Erinnerst du dich? Ja, Das man. war die Hölle. Oh, und dann auch das ganze, oh Gott, Freehand war auch so eine Sache, war auch so Ja, immer Pain in in the die ass, ne? vorige Version und so. Und dann Und konnte der wieder nicht öffnen und der ja. Kunde und dann wieder, oh Gott, ja, mit Kunden, wo ich noch in der Ja, Agentur ja, gearbeitet ja, habe, ja. ja. Oh, wir haben nur die Version, oh, gibt es Ja. das auch als Word-Dokument? Ja, genau. Genau. Oder wenn man dann, genau, wenn man dann irgendwelche Flyer-Designs bekommen hat, so Vorlagen, wo der Kunde schon mitgearbeitet hat, ja. Und das war dann alles in Word aufgebaut oder in, was war das? Für mich war das, also ich war auch im Prozess drinnen, als ganz am Anfang von Creative Cloud, wo wir noch diskutierten, ob es Sinn macht oder nicht, oder ja, eben so die Ideen um die Creative Cloud. Vorher hatten wir zuerst separate Programme, dann hatten wir die Creative Suites, das ging dann bis CS6. Sechs Creative Suites, Mamma mia. Und dann eben Creative Cloud. Und mit einer meiner Visionen mit Creative Cloud war eben, dass dieses Ding mit Versionen von Software nicht mehr existieren würde, weil eben alle auf derselben Version sind, der Genau. letzten. Und ja, manchmal kommt es natürlich auch auf den Computer an. Zum Beispiel die Kati hat einen ziemlich alten MacBook Pro. Ja. Und nein, das Betriebssystem hat sie nicht Okay. geupdatet und dann kann sie natürlich nicht weiter. Das war, fand ich auch etwas nervig. Also gerade, ich habe ein MacBook gehabt, so eins der ersten, diese dicken Aluminiumteile. Also Mit dem CD drinnen. Hat deiner noch den CD? nee, das ist ein externer gewesen. Also Okay. auch ein extern. Und das war auch, habe ich dann, der hat gute Dienste geleistet, aber irgendwann ging dann das neue Betriebssystem nicht mehr. Also hieß es dann für ältere Versionen vom Computer. Und dann musste ich mir das kaufen. Also das war schon geschicktes Marketing, ja. So, ich baue jetzt hier dieses Kreuz von diesem Münchner Kindl-Kostüm, baue ich jetzt hier in die Schulter, ne? Weil wir natürlich nur eine Büste machen, das sieht man nicht so viel. Und ich mache dann natürlich oben die Kapuze auch noch so. Die Julia fragt jetzt mal ganz blöd gefragt, es gibt keine blöden Fragen. Ich zeichne viel zu selten, aber habe eigentlich Lust darauf, mit dem mich, ah, okay, mich dem viel mehr zu widmen. Wie komme ich denn am besten rein? Wie lerne ich das am besten? Ja, haben wir gerade gesagt. Mit viel Ausdauer. Also, ich will jetzt keinem natürlich die Hoffnung nehmen, aber so, aber es ist schon schwer reinzukommen. Also, man muss sich das vorstellen: jeder, der gern zeichnet, will natürlich auch gern irgendwas damit machen. Und es war ja auch, so habe ich auch angefangen. Ich habe gesagt: Ich zeichne gerne, ich möchte gerne mein Geld damit verdienen, gell? Und dann, wie gesagt, habe ich erstmal die Grafikdesign-Schule gemacht. Und das war so der erste Schock von mir, weil ich war halt immer so, gerade so, wenn man von der Schule kommt, so 16 und so, und man ist halt immer Klassenbester beim Zeichnen. Also ist ganz klar so, hey, ich bin auch in Zukunft der Beste überall, gell? Also keiner ist so gut wie ich.
Und dann hat der erste Schock kam dann bei der Aufnahmeprüfung von der Grafikerschule, wo dann echt wirklich gute Leute gesessen sind. Da sind dann 20 Leute im Raum gewesen und die waren alle unheimlich gut. Und ich bin dann erstmal aufs Klo gegangen und habe geheult, gell? Weil ich mir dachte, so, oh Gott, ich bin total desillusioniert gewesen. Und ich war mir sicher, die nehmen mich nie, weil ich habe dann so Mangas gemalt, so ein paar Comics und so. Ich dachte mir, das ist cool. Ich habe also keinen Blick da gehabt. Deswegen ist es echt wichtig, einfach mal zu gucken, was machen andere. Zum Beispiel, es gibt diese Community Art Station. Und guck, genau, das ist auch so ein Tipp. Guck mal auf Art Station drauf und wenn du glaubst, dass du da mithalten kannst, dann viel Glück. Weil das ist echt, das sind die ganzen Profis und das sind Hunderte und Tausende. Und alle verdienen Geld mit dem, was sie zeichnen und was sie machen. Und die sind alle sehr, sehr gut. Das ist so der Industriestandard für die Game-Szene, für Illustrationen generell. Und es ist oft sehr ernüchternd, wenn man da hingeht und sich denkt, okay, ich habe doch noch einiges zu lernen, um da mitzuhalten. Allerdings, es gibt natürlich Leute, die sind einfach super gut und kriegen sofort einen Job. Also, ich sage nicht, es ist nicht unmöglich. Aber man muss sich sicher, sicher sein, was ist möglich in meinen, wie sagt man jetzt da gerade, was ist in meinen Möglichkeiten, in meinem Rahmen. Also Chantal Wehrmann, der Link ist da. Vom Tim. Sehr gut. Guck mal, ob das funktioniert. Und Emanuel Schade sagt, genial, erinnert mich an meinen Stiefvater und meine Mutter. Die hatten fast dieselbe Art zu malen. Mit Zintiq. Und Laubi sagt, ich find es echt faszinierend, wie schnell und locker du hier die Formen findest. Da hat wirklich was Beruhigendes dazu zuzusehen, ja. Das wird der Vorteil von dem großen Cintiq, einfach weil man da so richtig schwungvoll vor sich hinzeichnen kann. Und die Malampfeueregel hat es endlich geschafft, ihren Beitrag für Evas kleines Monster auf Instagram zu tun. Sehr gut, das gucken wir uns dann nachher an. Jetzt heißt es zurücklehnen und der Eva beim Zeichnen zuschauen. Mhm. Natürlich auch das Rüstung. Ah, und ne? Sterzenbach-Design sagt eine interessante. Mir geht es oft so, dass ich Werke von anderen automatisch besser finde als meine eigenen. Glaube man geht mit sich selbst oft auch zu kritisch um. Ah, unheimlich, ja. Ja, und das heißt, da gibt es auch einen Namen dafür, das heißt das Imposter-Syndrom. Okay. Ja, ja. Wo man denkt, dass man eben, ja. Was nicht, ist und so, ja. Ja, dass man nicht so gut ist wie. Aber ich finde, das ist auch teilweise eine gesunde Art und Weise zu betrachten. Natürlich sollte man, man sollte nicht davor zurückscheuen, auch mal selber sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Also gefällt mir jetzt meine eigene Illustration, also so wie sie jetzt ist, gefällt mir schon mal ganz gut. Klar, wenn ich jetzt natürlich auf Artstation gehe, dann sage ich, alles weg. Aber manchmal sollte man das auch nicht machen, also gerade wenn man kreativ sein muss. Aber ich finde es eine gesunde Einstellung, so sich selber zu ernüchtern immer mal wieder und sagen, hey, es gibt ja doch noch andere Leute, die sind um Längen besser und da ist noch vieles, was ich lernen muss. Und das ist auch der eigene Anreiz, dann wieder doch noch dieses Live-Drawing zu machen zum Beispiel und ein bisschen mehr zu lernen. Also ich habe das regelmäßig, jeder, den ich kenne, der zeichnet, hat das regelmäßig. Also und gestern während dem Tag waren auch noch wieder Fragen über, wo sind die God-Brushes? Echt schlimm, ich verstehe nicht, dass die nicht mehr gibt. Also, wenn ich wüsste, von wem ich die habe. Also, das waren kostenlose Brushes, die hat jemand zum Download bereitgestellt. Einfach, die haben das selber erfunden, zusammengebaut und haben das halt zur Verfügung gestellt. Aber wie gesagt, das war vor 5 Jahren und ich glaube, Google-Suchoptionen haben sich in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich wieder massiv verändert. Ich mache jetzt hier perspektivisch ein bisschen mehr. Das Warp-Tool ist halt einfach genial für sowas. Genau, ja. Fürs Anpassen. Genau, so kleine Fehlerchen ausmerzen. Mhm. Spart einem unheimlich viel Zeit. Wenn ich das jetzt auf Papier zeichnen hätte, müsste ich das alles wieder wegradieren. Ja. Von daher. Genau. Ich muss ein bisschen auch schauen. Ja, Walking Mills sagt gerade, das cool, das gibt es ja auch ein bisschen Rüstung. Interessant sind ja die Licht- und Schatteneffekte, damit man die Stofflichkeit erkennt. Genau, das Material, ja. Das
Dann mache ich hier auch mal einen größeren Schatten, weil ich möchte ja, dass dieses obere Teil ein bisschen mehr absteht als die beiden unteren. Von der Perspektive her ist es jetzt natürlich nicht so erkennbar, aber schauen wir mal, wie spät der wird. Hals, Nackenschutz. Ja, dann möchte ich natürlich, dass die Dame irgendwie Also Designer hat gemeint, ja, vielleicht kann Eva schon im Brush Preset Ordner mal gucken, den Dateinamen der Brushes gucken. Aber du hast die ja geändert. Nee, der God Brush heißt schon, also ich habe einfach, ich nenne immer nur awesome vor. Okay. Wenn mir ein Brush richtig gut gefällt, dann sage ich immer, das ist awesome, weil A ist der Anfang vom Alphabet und das ist alles alphabetisch geordnet. Das heißt, meine ganzen Lieblingsbrushes sind alle da oben. Ich hätte natürlich auch 01 sagen können oder sowas, gell? Aber ja, das hat irgendwann angefangen mit dem awesome und dann. Ja, das ist dieser God Brush, das ist der hier. Der ist schon extrem cool, weil der, weiß nicht, ob man das so sieht auf dem. Hinter mir sehe ich nur grün, gell? Das ist ein ganz kleiner Punkt und ein größerer. Und der macht halt richtig schöne Druck so auch. Also der zum Skizzieren und sowas ist der halt unheimlich schön. Aber vielleicht sind ähnliche Brushes auch im Kals mit Tinte und so. Genau, also man kann halt richtig schön, es ist nur ein bisschen künstlerisch natürlich. Mhm. Er ist sehr spontan, fast wie so Ink oder sowas. Ich bin mir sicher, dass irgendwas bei so kalligrafisch. Ja, genau. Japanisch, ja. Wie gesagt, es gibt einfach super Painting Job. Ja, das ist auch so, das ist auch einer meiner Lieblings. Ich skizziere einfach gern mit. Das war der, den ich hatte, das war der hier, Stumpy. Ja, da sind die ganzen Kiles, Watercolor und. Ja. Das hat natürlich eine massive Auswahl. Und die kann man eben natürlich jetzt im neuen Pencil-Panel. Genau, zeigen wir es gleich mal hier. Kann man die alle auch in kleine Folders tun? Bei dem hier, Brushes. Brushes, ja. Siehst du, da kannst du einen neuen Folder machen. Ja, und sagen, stimmt, das ist der Ordner. Da gehen alle meine Awesome rein. Awesome da gehen Brushes. Alle, ja. Und ja, das ist neu in 2018 eben, dass man die Brushes so organisiert. Das war aber echt Zeit. Also ich, das ist Zeit, mich hat's gewundert, dass es so lange, so Jahre hinweg, ist keiner auf die Idee gekommen. Also einen halben Tag da mit deinen Brushes organisieren genau, und so. Aber dann ist alles viel einfacher. Ja, absolut. Nee, es gab ja schon Programme und so Plugins, wo man organisieren konnte. Aber mir war das immer zu viel Arbeit, weil dann bist du immer, das ist wie mit Fotos aussortieren vom Smartphone. Du bist konfrontiert mit tausenden von Dingen und dann, ach, morgen. Ja, dann tust du zwei, drei wegschmeißen und sagst, ach, mach morgen weiter. Benennt man sie einfach awesome, dann weiß man, wo sie sind. Also den hab ich jetzt in Stumpy, ja. Ja, Designer Auge, die Ordner für die Pinsel sind schon ganz cool. Und wie gesagt, better late than never. Genau. Okay. Soweit ist es schon mal ganz gut. Dann mache ich das mal ein bisschen durchsichtiger hier und fange einfach mit der Lineart an. Ach, Melanie fragt dich, erstellst du da auch Brushes selbst? Wenn ich es brauche, ja. Aber mit angesichts der riesigen Bibliothek finde ich immer, was ich irgendwo einfach brauche. Es kann sein, dass man gerade so Stempelbrushes braucht. Ich mache gern was für so organische Strukturen, was weiß ich, Steinboden oder weiß der Geier was. Und um 10:45 David Block und Lalanda in the house. Lalanda. Kenn ich doch. Hey, yo, Eva. Die kenne ich doch.
Also ich bin auch beim Inken, also mit Tuschezeichnen von Comics, arbeite ich lieber mit irgendwelchen Strukturbrushes, mhm, anstatt den ganz sleek, den ganz glatten. Also ich bin halt jeder, der ganz glatt zeichnen kann, mhm, aber selbst bei den Comics will ich immer noch so ein bisschen so eine Bleistiftstruktur, mhm, haben. Und ja, mache ich eben auch bei den Outlines so. Deine Auge hat gestern mit Capture versucht, eigene Illustrator Brushes zu erstellen. Ja, das funktioniert gut. Schon ganz cool. Hat der Kyle jetzt auch ein Video gemacht, letzte Woche, glaube ich, wo er das gut zeigt. Weil du kannst jetzt auch mit Stiften so Zeichen machen, mhm, oder mit Adobe Capture. Ja. Kannst du das fotografieren und eine Photoshop Brush damit machen. Oh, cool. Ja. Oh, ja. Muss ich mal ausprobieren. Vielleicht fällt euch auf, dass mein Touchring jetzt plötzlich funktioniert. Ja. Also, wir haben nichts getan, keine Ahnung, aber heute Mogger. Ich muss also diese Tastenkombination nicht mehr machen, was echt schön ist. Dark Angelic Vampires. Zwei Fragen. Wie wird das große Wacom eigentlich abgestützt? Ah ja, das zeige ich gleich. Und habe für mein mittelgroßes noch keine perfekte Lösung gefunden. Also das Ding hat einen Namen, ich weiß nicht mehr, warte, ich zeig mal schnell auf. Da, jetzt gehen wir. Behind the Wacom. Cintiq. Oh ja. Also es hat hier so... Ja, da kann man mit diesen Sachen da auf dem... Kann man da hoch oder so. Ja, man kann es auch ganz flach machen, wenn man lieber... Aber da stört hier das Licht so. Deswegen so ist es auch ganz gut. Und das Teil, das wiegt so viel. Das ist unglaublich. Ah, es ist aber... Ja. Was passiert? Oh, ich bin nicht auf die Taste gekommen. Es ist ein wenig verschieden als vorher. Tu es mal einen Krauf so. Genau. So. Zuck. Und Dark Angelic Vampires weiter. Ich zeichne gern, aber zu langsam. Verliere mich immer wieder in Details. Ja, das geht mir genauso. Wie werde ich schneller? Nicht in die Details gehen. Es kommt auch wieder darauf an, was du machen willst. Also ich kenne Künstler, die machen richtig coole, aufwendige Artworks. Und natürlich verlieren die sich in Details. Und das dauert dann einfach lange. Aber... wenn du natürlich Speedpainting machen willst, klar, dann ist es was anderes. Ja, Gamma Art, danke. Ja, beim 24er Zoll Cintiq ist es fest angebaut und beim 27er Zoll, wie der hier, heißt das der Ergo-Stand. Ja. Wie das mit Capture geht. Ja, ich finde mal das Video. Tu es hier in den Link. Ich habe auch keinen Stift. Warte, guck mal schnell.
Aber vielleicht kann ich es doch schnell auf meinem Handy zeigen. Screen Mirroring. Okay, ich mache schnell auf meinen rüber hier. Und da ist Adobe Capture. Und mit dem kann man eben Shapes machen. Also Shapes, das ist einfach eine Sache fotografieren. Zum Beispiel, gucken wir mal, ob das originale Bild noch hier ist. Info. Ist ein SVG schon? Nein, das originale Bild ist nicht mehr hier. Ah doch, vielleicht. Nein. Crop. Nein. Smooth. Nein. Das originale Bild ist mehr. Aber irgendwie, da habe ich einfach fotografiert und das wird dann Vektoren, die man nach Illustrator schicken kann. Dann ist auch Type da, ist auch ganz cool, da kann ich gucken, okay, zum Beispiel, sagen wir mal da, Tap on the line above. So, okay, sagen wir diesen Text hier, sage ich okay. Und dann sagt mir eben, was es da alles für Fonts gibt. Cresta Medium, andere Fonts, die so... Ah, und hat schon die Worte hier genommen. Und dann kann ich eben direkt von der App diese Fonts dann in meinem Creative Cloud aufmachen und dann mit Illustrator, Photoshop, InDesign damit weiterarbeiten. Ganz, ganz praktisch. Sonst ist noch möglich, eben Farbenpaletten herzustellen. Das ist auch ganz cool. Das geht auch mit so Bildern, und wenn ich da zum Beispiel hier diese Farben gern habe, kann ich sagen, okay, mit denen, zack, siehst du einfach. Ah, ja. Super. Und das dann auch in eine Creative Cloud Library reintun. Oder machen wir weiter, Materials ist auch ganz cool, da kann ich 3D Materials machen für Adobe Dimension. Patterns, ja, das ist ganz, ganz spaßig, da kann ich wirklich sehen, okay. Machen wir eine Pattern. Oh, nein, mach mal. Ja. Okay, zack. Mit Evas Hand. Da kann ich auch sagen, okay, drehen wir das ein wenig, damit die Hand dann größer machen. So. Ja, das sieht ganz interessant aus. Sagen wir, okay, save. Und das ist jetzt eine Pattern, die ich in Photoshop oder in Illustrator benutzen kann. Kann ich auch reinzoomen, geht ja wie trippy. Cool. Ja. Also es ist voll cheaten, gell? Also ja. Voll cheese eigentlich. Und eben, ja, und das mit dem, das letzte ist eben Brushes. Und da kann man eben eine neue Brush machen. Warte, ja, wie kann ich das jetzt am besten machen? Machen wir eine neue Brush mit diesem Dr. Bot zum Beispiel. Ah, eine gerade, warte, Moment, da eine gerade tun. So. Das machen wir so und so, machen das eine kleine. Okay, kann ich dann auch sagen, okay, the tail, body und head. Ah nein, Eis macht das so, warte, da muss ich das Bild mal umdrehen. Kann ich das? Ah ja, genau. So. Und das ist das Tail hier. Okay, dann sagen wir, ich möchte das alles kleiner. So, ja. Ah, das muss ich schon ein bisschen größer machen. So, das ist Head, Tail, Body. Okay. Styles kann ich sagen. Ob das für Adobe Sketch ist, für Photoshop oder Illustrator. Die kann man dann auch ganz, ganz einfach ausprobieren. Okay, wenn ich jetzt hier zeichne, seht ihr, wie ich gerade einen Brush gemacht habe mit meinem Dr. Bot. Gut,
Cool. Refine, dass wir mal alles vor 20 Jahren gehabt hätten, gell? Refine kann ich dann auch eben Sachen wegnehmen, wie zum Beispiel hier vom Bild kann ich Minus sagen, das will ich nicht haben. Okay, naja, kommt auch aufs Bild drauf an, was man dann macht halt. Ja, vielleicht kann ich das ganze Teil hier wegnehmen. Save. Ich mag die Locken, bitte schaut sie. Ja, und dann eben absichern und in Photoshop, in Illustrator oder Illustrator weiter damit arbeiten. So. Bin ich gespannt, was der Chat alles gesagt hat. Eva, du hast schon mal ein Projekt abgelehnt, weil du es absolut nicht machen wolltest? Ja. Fragt die Melanie. Ja. Ja, ja. Das kommt auch regelmäßig vor. Also. Wie gesagt, es gibt viele Gründe dafür. Entweder der Hauptgrund ist oft, dass die Bezahlung unter aller Kanone ist. Mhm. Dass man sagt, nee, für das Geld arbeite ich nicht. Dann gibt es natürlich auch Projekte, wo man sich fragt, wie kommen die darauf, dass ich sowas zeichnen kann? Mhm. Also ich habe mal eine Anfrage bekommen über ein Comic für Car Racing oder sowas. Aha. Und ich bin ja, also wenn man auf meinem Portfolio schaut, da ist kein einziges Auto. Ja, da kannst du wahrscheinlich denken, okay, die haben 100 Leuten. Ja, da ist so eine Massen-E-Mail rausgegangen und gesagt, nein, mhm. bin ich einfach nicht der Fall. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen, wo ich sagen kann, ich kann das, perspektivische Stadtansichten, mhm. wie ich schon mal gesagt habe. Mhm. Wenn es darum geht, da irgendwie ein großes Environment zum Beispiel machen mit einer mordsepischen Burg im Background und Mordslandschaft und alles soll super episch ausschauen. Ich sage, nein, das kann ich nicht. Mhm. Da gibt es Leute, die machen das speziell dafür und fragt die mhm. Leute, die können das. Und Mr. Tom ist in the house. Mr. Hallo. Tom, das ist mein Sohn. Ah, okay, ja. Hallo. okay, guten Morgen, sagt Jules Weigel. Guten Morgen, kannst du auch eine andere Graphic Tablets außer das Cintiq empfehlen zum Einstieg? Ja, also die Cintiq natürlich, das ist, wenn man ganz, ganz viel Zeit mit dem Malen verbringt, oder? Ja, also man, das ist wirklich, auch ein großes Investment. Auch ja, halt, also ja. man muss es schon beruflich auch mhm. Nutzen, sage ich mal, damit sich das lohnt. Ja, sonst halt mit einem kleinen Tablet anfangen. Ich sehe auch viele Illustratoren, die mit einer kleinen Wacom Bambu noch arbeiten. Ja, und das tut auch völlig ja, einen Dienst. Und es gibt ja, wie gesagt, das iPad Pro mit dem. Ja, mit dem iPad Pro, dem Apple Pencil. Das geht jetzt auch sehr gut mit einer App, die heißt Astropad. Und da dann wird der iPad fast wie ein Cintiq, wo man genau. In Photoshop zeichnen kann, wo der Druck da ist und wo die ganzen. Fast genauso wie ein Cintiq. Die Capture App ist selbsterklärend. Ja, Designer-Auge und echter Hammer. Danke, ich denke auch. David Block, ah, das ist neu. Was ist neu? Die App ist nicht so neu, aber vielleicht die 3D-Sachen sind neu in der App, ja. Ja, einfach ein einfaches Intuos für den Einstieg ist sehr praktisch. Und es gibt dann gebrauchte. Genau, ja. Das wollte ich auch sagen. Wenn man nicht sofort oder eben jemanden fragen, der eine hat, um eben kannst du es mir einmal eine Woche leihen und gucken, ob es mir das eigentlich passt. Okay. Ja. Ich bin so einer, der arbeitet unheimlich viel mit dem Trackpad. Ich kenne Leute, die das überhaupt nicht können oder wollen. Mhm. Aber wenn man mal anfängt mit dem Stift und so, das wird wirklich in eine Gewohnheit und dann kann man einfach nicht mehr anders machen. Das ist ziemlich cool. Ich habe auch lange Zeit zuerst mit dem Wacom, mit dem Intuos gearbeitet. Man hat sich so hochgearbeitet. Ich habe ein ganz billiges am Anfang gehabt, so dieses AppTech, und da war dann das Raster schon wirklich. Also da hast du dem Pixel zugucken können beim Springen. Oh. Aber zum Reinkommen war es völlig ausreichend. Und dann, als ich gemerkt habe, okay, ich will gerne mehr damit machen, habe ich mir dann das erste Intuos gekauft.
Das war eine schwarze, das war schon sehr schick auch. Mhm. Ich glaube, das erste Wacom war noch schwarz, grau. Grau, ja. Genau, ja. Das und war mit so einem Glas, das genau, man, ja, wo das man auch Sachen drunter hat. Genau. Stimmt, genau, das konnte ja. man da so auf und zu machen. Auch Zeichnungen reintun ja, und ja. dann so tracen. Tracen, genau. Aber gibt es auch ein Video Capture Programm von Adobe? Nein. Es gibt. Nein. Ich würde sagen nein. Horst Schumacher, hallo aus Bremen. Wenn ich es zeitlich schaffe, versuche ich immer bei Adobe Live dabei zu sein und habe jetzt mal eine Frage. Warum benutzt ihr eigentlich keine deutsche Software? Aha! Ich? Du! Weil, weil ich die letzten 8 Jahre in Irland gelebt habe. Ich meine, meine Hauptkommunikation zu Hause ist auch Englisch und irgendwie habe ich das so. Keine Ahnung, mir angeeignet. Ja. In Irland zum Beispiel, da habe ich die Tastaturen, man hätte sich da jetzt eine deutsche Tastatur importieren müssen oder sowas. Deutsche Tastatur. Also, ja, da habe ich gleich mal Probleme gehabt, gell? Nein, das ist eine Gewohnungssache. Ich habe mir einfach meinen Computer in Englisch gekauft, da war die Tastatur, beim Laptop war natürlich die englische Tastatur drin. Mhm. Und wie gesagt, mein ganzes Berufsleben ist sehr englisch, auch mit den Kunden und aber zum Glück sprichst du Deutsch und kannst auf dem deutschen Adobe Live dabei genau, sein. Genau, genau. Also, wenn man Bayerisch-Deutsch nennen kann, gell, aber. Aber ja. So, jetzt habe ich da den Zopf gemacht. Ich würde den gerne noch so ein bisschen. Ja. Adobe Capture war das, ja, im App Store und Play Store. Vor 20 Jahren hatten wir nur eins. Einmal Apfel Z, ja, in Photoshop, ja. Nur ein Rückgang. Und Andy, oh, das ist cool. Die App ist so eine Bereicherung für meine Arbeit. Ich nutze sie täglich. Ich kann damit sofort alles sammeln, wenn ich unterwegs oder im Urlaub bin. Was ich so sehe, großartiger Mehrwert für meine Arbeit. Super. Hörst dich fast wie ein Adobe Evangelist an. Ah. Aber nein. Danke, Andy. Sehr nett. Genau. Und mit dem App, wenn man das gespeichert hat, ist das alles schon in der CC-Bibliothek. Und wenn man das nächste Mal in Photoshop oder Illustrator aufmacht, kann man das da sofort benutzen. Oh. Ich habe auch die App lange nicht bemerkt. Deshalb sind wir hier und zeigen das manchmal. Genau. Das ist halt auch die Sache. Es gibt so viele neue Sachen und Updates und ich finde es teilweise schwer, dabei zu bleiben. Also wenn man nicht wirklich jemanden hat, der einem das auf die Nase drückt, mehr oder weniger. So quasi hier, guck mal. Also ganz, ganz schnell, Oliver. Ich will hier keine Adobe Muse-Diskussion anfangen. Das hatten wir schon vor 2 Tagen während dem Stream mit der Kathi. Adobe Muse hören wir auf zu entwickeln. Also die letzte Version wurde jetzt im März auf die Creative Cloud hochgeladen. Es macht, wenn man dran denkt, macht das auch Sinn, weil die Mehrheit der Leute, für die wir eigentlich Muse gedacht hatten, benutzen Sachen wie Wix, Squarespace oder andere Sachen, wo es halt Template-driven ist und oder sogar WordPress. Und da haben wir gesehen, dass für Muse wurde wirklich die Nutzung, das war so wenig, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, da weiterzumachen. Aber natürlich könnt ihr die weiter benutzen, die ist noch im Creative Cloud drinnen. Ich glaube, für neue Creative Cloud Mitglieder ist es dann nicht mehr da. Aber für diejenigen, die Muse schon im Creative Cloud hatten, das wird noch da bleiben. Und natürlich auch Unterstützung bis, ich glaube, Ende 2019 oder so. Technische Unterstützung. Und Verena sagt, liebe Grüße von deiner Cousine. Hey, servus. Cool, schön, wer immer da reinguckt, gell?
Ja, Max Busch sagt, ja, es gibt Kunden, mit denen man gar nicht zusammenarbeiten will. Ja, stimmt. Ah, cool. Die Christika arbeitet gerade mit Astropart, kann es nur empfehlen. Und ich kann dir auch empfehlen, auf den iPad so ein Paper-like drauf zu kleben. Dann ist es wirklich wie auf Papier zeichnen, dasselbe Gefühl. Und mit dem Apple Pencil ist das dann wirklich Genau. ganz, ganz cool. Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe mit dem iPad, weil ich finde den Apple Pencil, ja, der ist super, aber die Oberfläche von dem iPad ist einfach so glatt. Was natürlich auch cool ist für Fotos angucken und so, das ist halt brillant, aber es also ist so glatt, genau, aber man rutscht halt unheimlich aus, gerade wenn man ein bisschen fester aufdrücken möchte. Und German Kleinigkeit fragt, erstellst du deine Pinsel selber oder nimmst du lieber vorfertige? Ja, kommt drauf an. Ja, Die meisten sind die schon. sind schon fair. Ich arbeite auch oft einfach nur mit den Standard-Brushes von Photoshop. Also, gerade so, wenn es in der Konzeptphase ist, dann reicht mir dieser Hard-Brush, Soft-Brush. Ah, Jules hat den Surface. Also mit dem Surface gibt es natürlich, jede Version wird natürlich immer besser und schneller. Natürlich, wenn man mit Photoshop arbeitet, muss da schon irgendwie Umf in der Maschine sein, Genau. damit das alles so schnell geht. Sonst, ja, sonst kann es wirklich auch langsam werden mit den Pinseln und so. So, hast du schon mal gesehen, dass der Pinsel so langsam Oh Gott, hinten, ja. ja. Und Stassen macht dir sagen, das Cintiq ist nur ein Bildschirm. Ja, Es ist nur ein Bildschirm, es ist ein ja. Bildschirm und auf dem Boden da neben der Eva liegt ihr Da unten. MacBook Pro und das ist da alles angekabelt. Ja. Genau. Für meine Desktop-PC habe ich einen Gaumon. Damit bin ich gerade gut zufrieden. Also Gaumon. Am Laptop für unterwegs nutze ich viel ein kleines Wacom, damit ich nicht so viel mitschleppen muss. Ja. Das ist auch wichtig. Dann deshalb Ja. hat Eva mich gefragt, muss ich meinen Cintiq rumschleppen? Habe ich, nein, nein, finden wir einen für dich. In Ja. den vierten Irgendwo im Stock. Adobe-Büro hier in München steht sicher einer. Und ich habe ihn gefunden. Ja. Genau, Max, das verstehst du gut, danke. Muse hast du eigentlich immer nur für Prototypes verwendet und dafür gibt es jetzt Adobe XD. Absolut. Adobe XD ist das Prototyping-App, das wir haben. Das ist auch super cool, weil das wird wirklich mit der Community weiterentwickelt. Da haben wir das User Voice für Adobe XD. User Voice haben wir jetzt auch für Illustrator und InDesign. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr cool, als Community mit dem Entwicklern zusammenzuarbeiten und sagen, hey, das ist eine Feature, die ich möchte. Und dann können alle anderen dieses Feature raufvoten. Und dann eben wird es sehr klar, was es ist, was ihr eigentlich wollt und was es ist, dass die Entwickler dann arbeiten müssen. Und Irina Pastarka, vielen Dank für eure coole Tipps. Wir haben hier schon aufgerüstet. Es macht wieder Spaß zu zeichnen. Cool. Wie heißt die Folie für das iPad? Das heißt Paper-like. Habe ich mal gegoogelt. Es gibt auch sich verschiedene Firmen oder Namen. Hauptsache es ist einfach eine Mattfolie. Ja. Das ist das Wichtigste. Einfach nur Ja. eine Mattfolie. Ich weiß gar nicht, meinst du was irgendein No-Name oder sowas? Keine Ahnung. Madame Völligl, hast du eigentlich eine Schutzfolie auf deinem Cintiq, Eva? Nee. Nee. Braucht man auch gar nicht, finde ich. Also hier, das ist sowieso nicht meins, aber. Nee, der Stift ist ja an sich weich, von daher passiert da nichts. Man muss nur oft abwischen, weil es echt viele Tapper hat mittlerweile. Tim sagt gerade, nächste Woche ist auf dem englischen Stream UX/UI Fokus. Wir hatten letzten Monat, also vor 3, 4 Wochen, einen XD-Stream hier auch auf Deutsch. Könnt ihr in den Replays sehen auf Adobe Deutschland YouTube-Kanal. Und Stefan Bauer sagt Hallo. Hey, servus. Grüße von deinem Schwager. Genau. Sehr schön, wie hier alles reinguckt immer, gell?
Die Eva ist live. Schnell anmachen. Mama, Papa, hallo. Maria. Ja, mein Sohn war ja auch hier. So, ja. Diese kleine Familie. Natürlich. Ich muss ja schon wissen, was die Tochter... Das ist ja schon der dritte Tag mit Eva. 3 Tage. 3 Tage haltet ihr das schon aus mit mir? Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber ja, diese... die gehen so schnell vorbei, diese 3 Tage. Absolut, ja. Wenn ich auf meine Streams gehe, mein Screen geht, ist anscheinend noch der GoPro. Der GoPro habe ich gar nicht auf meinem Screen. Ah. Nein. Boah. Mal ein Feuerigel. Eva ist im Internetfernseher. Schnell anmachen, ja. Und Dark Angelic Vampire ist mein absoluter Fan von Eva geworden in diesen Tagen. Extrem inspirierend. Oh, danke schön. Irgendwas stimmt mit der Kapuze nicht, also ich bin da nicht so ganz happy. Melanie fragt, Eva, wenn du ein neues Tablett kaufen wolltest, was wäre für dich das absolute Kaufkriterium? Gibt es überhaupt noch ein besseres Tablett? Natürlich nicht. Nee, ich würde wahrscheinlich wieder dasselbe. Ich meine, es gibt jetzt natürlich das Cintiq Touch, aber ich habe noch nicht damit gearbeitet und ich gesagt, brauch's auch gar nicht. Eigentlich habe ich sehr, sehr wenige gesehen, die den Touch angehen. Ja. Vielleicht haben sie den Touch, aber wirklich nicht den Touch benutzen, weil mit dem Touch kann man dann auch so reinzoomen und solche Sachen machen. Aber ja, sicher, es erleichtert sich ja, aber ich denke mal, es hat so auch funktioniert, es wird auch in Zukunft so funktionieren und ich bin immer so, never stop a running system, gell? Oder never change it. Dann gibt es auch diese Wacoms, die so irgendwie die Cintiq sind, aber kleiner, die das ganze Operating System drauf haben. Ja. Ich glaube Windows. Also hast Photoshop drauf. Und, ah ja, das sind die Companions. Ja, Companions. Ja. Ja. Wäre ich auch interessiert gewesen damals, aber das hat nur für Windows funktioniert. Das hat mich ein bisschen gestört, weil ich bin ein absoluter Mac-User. Also nichts gegen Windows, ich habe auch mit Windows angefangen. Also, ja, ja. Aber irgendwann habe ich einfach durch das Grafikdesign, wird man da so ein bisschen indoktriniert. Und dann habe ich mich so dran gewöhnt. Indoktriniert. Mac. die Gamma Art sagt, meint Touch ist echt unnötig. Es gibt jetzt aber das neue Cintiq Pro. Ja, es gibt immer irgendwas Neues, gell? Irgendwas, ja. Ich habe es auch noch nicht mehr angeguckt, muss ich gestehen. Also wie gesagt, dieses Warp-Tool ist echt hilfreich, weil... Noch 15 Minuten fürs Challenge. Oh ja, Gott, oh, das müssen wir nicht vergessen. Hätten wir beinahe verpennt, ja? Ja. Ja, ich glaube, heute wird es irgendwie bloß bis zum Skizzieren reichen, gell? Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gemacht.
ein bisschen grober werden. Und die Elfen bei Warcraft, die haben natürlich immer so diese langen Ohren. Und die müssen immer durch die Kapuze durchgehen. Weil auch Elfen wollen Kapuzen tragen und mystisch ausschauen. Ja. Aber da gehen so lange Ohren natürlich immer im Weg um. Ja. Deswegen müssen die da Löcher reinschneiden. Das kann sie nicht über den Kopf halten. Genau. Genau. Ist auch wenn der Wind kommt, dann halten die Ohren das auch immer schön fest. Das heißt, man ist immer stylisch. Oh, Gamma Art wartet auf die letzte Minute, um das raufzuladen. Max sagt, haha, in der Schule wurde ich auch schon im ersten Jahr zum Mac bekehrt. Wir haben den Mac-PC-Werbespot nachstellen müssen. Ja, es war auch so die Preisfrage ganz am Anfang. Jetzt weiß ich noch, in der Grafikerschule das erste Mal vom Mac sitzen und dann kommt der Lehrer und jetzt schaltet ihn mal an. Ja. Und ich so, Ich erinnere mich an eine erste Computerklasse. Da kam der Lehrer rein. Das erste, was er gemacht hat, das war einer der ersten Macs auch. Ne? Macs. Ja. Es war ja 88 vielleicht. Das waren halt die ersten Macs. Da hat er einfach den Mac aufgemacht und Sachen rausgemacht und gesagt, ein Computer ist nichts anderes als diese Sachen, die zusammen funktionieren. Mhm. Dann bist du dann total, okay. Ja. Gut, muss ich nicht wissen. Ja, und Matthias sagt, zur Info, ich habe dasselbe Cintiq. Wenn es zu flackern anfängt und ausgeht, sind die CCFL-Lichter kaputt. Schön, das ist bis jetzt nicht danke, passiert. Danke, ja, da können wir Finger kreuzen. Aha. Bei Wacom kostet die Reparatur 1170 Euro. Aha. Habe es woanders reparieren lassen. Für 350 Euro. Okay. Ah, gut. Danke für den Tipp. Ja. Nee, also ist toi 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 noch nicht passiert. Ich habe generell noch wenig Unfälle gehabt mit meiner Hardware. Ja, in meinem Leben ging auch nur ein Computer wirklich kaputt. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, Backups zu machen. Ja, ja. Wie zum Beispiel jetzt. Was liegt hier? Ich nenne es Münchner Xenon. Die Mütze hier erinnert mich so voll jetzt an Zelda, Link. Ah, genau, ja. Ja. Ich glaube, das ist, weil ich habe natürlich auch unheimlich gern Zelda gespielt. Das ist so mein Einstieg gewesen, dieses ganze Videogaming. Mhm. Und ich und meine Schwester, wir haben natürlich wahnsinnig viel Zelda gezeichnet. Also auf dem neuen Nintendo auch? Noch nicht, nee. Ja. Weil wie gesagt, das ist auch so ein Fall. Ich habe keine Zeit. Ja, das neue Nintendo, das kleine Ding da ist so cool. Ja.
Nee, wir holen es uns garantiert irgendwann, aber jetzt erstmal die wichtigsten Dinge zuerst. Ja, kann man mit dem rumlaufen, du kannst Fernseher, Computer. Und die Spiele haben eben dieses, sagt man, Low Fidelity, kind of, also die flache Farbe. Ja, und so. Genau, es ist relativ simpel alles, ja, genau. Ist ganz, ganz cool. Und bin ich auch so ein Fan davon eigentlich. Deswegen, ich bin mit den neuen Spielen oft echt überfordert, ganz, ganz ehrlich gesagt, weil die schon so komplex sind und so. Ich bin jemand, ich brauche ein Spiel, ich möchte mich hinsetzen, wie beim Gameboy. Irgendwas Einfaches zocken, speichern, irgendwann anders weiterspielen. Ich fand es auch sehr interessant, dass Microsoft Minecraft gekauft hat. Okay. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe gesagt, das ist da das Beste, was die machen konnten, weil jetzt, dass wir anfangen, in Virtual Reality zu arbeiten, oder? Ist eigentlich Minecraft perfekt. Das perfekte Beispiel für Virtual Reality, weil es schon Pixel ist. Ja. Und die meisten, die denken, sie wollen ihre Virtual Reality Projekte oder Games oder so realistisch wie möglich machen, sodass es wirklich wie Realität aussieht. Genau. Aber das braucht riesige Computer, um das zu generieren, oder? Ja. Also und Minecraft, auf der anderen Seite, sind wir alle schon dran gewöhnt, dass es große Blöcke sind. Mhm. Ja, klar. Und deshalb ist es ein genialer Kauf, fand ich, von Microsoft. Also ich habe Minecraft nicht viel gespielt, ein paar Mal angezockt. Ist auch wieder so eine Sache, sehr, sehr zeitintensiv alles. Okay, ich würde sagen, wir fahren einfach mal irgendwo an, damit noch was passiert hier. Ja, Evil Stories, okay. Vielleicht braucht Minecraft erstaunlich viel Leistung, aber schon viel weniger als. Also, es handelt sich ja um die Pixel, also die großen Blöcke zu sehen, anstatt die Realität. Ja, ich hab in das Spiel doch ein paar Jahre und Euro gesteckt. Ich hab Euros reingesteckt, ganz am Anfang. Als ich es fürs erste Mal sah, habe ich gedacht, der muss unterstützt werden. Alle sagten, was? So ein grobes Spiel, das interessiert doch keinen. Ich habe gesagt, nein, das ist so cool. Das erste Minecraft, wo du auf die Insel kamst oder irgendwo hin und da hattest du bis zur Nacht, um dir irgendwo ganz schnell was zu bauen. Sonst kamen die Zombies. Und da starb man halt. Stirbte? Nein. Jetzt stirbt man. Ja. Ja, Max, es kommt immer auf die Modpacks an, natürlich. Wenn man da jetzt die Tiefe haben will und die Autofocus und Nebel und solche Sachen, dann ja. Toni, nein, die Deadline lässt sich nicht verlängern, leider. Kann ich nicht. Das wäre unfair für alle anderen. Aber man kann es ja später trotzdem noch fertig machen und posten, einfach der Gaudi halber. Wir werden, Ah, und Evil Cerise, das erlaubt. Das der Evil Cerise erlaubt mir das nicht. Okay. Okay. Also normalerweise würde ich jetzt die Skizze echt fertig zeichnen, ganz sauber und akribisch. Aber ich glaube, die Leute wollen auch ein bisschen mehr sehen als nur schwarze Linien.
Das ist jetzt alles über Minecraft, ja, mit dem Server. In dem Fall, ich habe euch leider die letzten Tage verpasst. Wann ist das Stream auf YouTube zu sehen? Ah, sobald er fertig ist. Also die ersten zwei Tage, Dienstag und Mittwoch, sind schon auf dem als Replays da. Mhm. Kann man sich angucken. Und auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal in meiner Playlist. Thomas fragt Eva eine Frage: Wie zeichnest du die Farbe mit einer Maske? Ich habe jetzt erstmal auf einen Layer gepackt, Einfachheit halber. Also ich habe Haar angefangen mit Haarmaske, aber habe natürlich mit den Augen auch reingemalt. In die Haarmaske die Augen. Genau. Es geht auch bloß um die paar Sachen. Die Hautfarben habe ich dann auf einem Layer, die Haarfarbe auf einem Layer. Und die Augen hätten auch auf einem Layer sein sollen, aber ich bin hier under pressure, weißt du? Nee, und dann mache ich die Kapuze auf einem Layer. Und dann kann man halt so anfangen, mit zum Beispiel jetzt, wenn ich hier die Haare habe, dann mache ich da eine Flipping Mask und kann da mit einem weichen, mit dem Soft Round, auch einer von den Standard Brushes, nehme einfach eine dunklere Farbe, die von den Augenbrauen habe ich noch, und dann sieht man halt, dann kann man schon mal anfangen so ein bisschen. Reinzuarbeiten, wo will ich die dunklen? 203 fragt, hast du auch mal wieder gespeichert? Ja, gerade eben. Immer gut zu fragen, aber. Ja, genau, da habe ich jetzt nämlich ins Auge reingemalt, gell? Weil ich das auf einen anderen hätte machen sollen. Magen knurrt, ich habe schon wieder nichts gegessen. Oh. Mit der Kapuze ist natürlich auch viel im Schatten. Bloß so ein paar Lichtblitzer kommen da auf dieser Seite raus. Letzte Minute, bitte alle fertigen und unfertigen Angänge jetzt senden. Ja. Der gute Tim, der macht mir dann eine ganze Liste. Oh ja. Und dann kann ich die alle aufmachen und dann können wir uns die angucken. Alles klar. Und dann gibt es auch dieses umstrittene Burning-Tool. Gell? Manche sagen, man soll es gar nicht benutzen. Manche sagen, es ist eigentlich egal. Ich benutze es manchmal ganz gerne, um so ein paar Akzente zu machen. Was immer funktioniert. Genau. Hier mache ich mal die Midtones. Das ist oft ganz wichtig. Genau. Die Midtones. Einfach so, damit man die Kante von dem Schatten zum Licht nochmal ein bisschen extra hervorhebt. Und wie gesagt, das ist ja auch eine Farbskizze jetzt eher. Mhm. Als es wird nicht mehr fertig. Und das kann man dann alles nochmal überarbeiten. Dann, wie gesagt, ich habe hier meine Maske gehabt. Ja, Daniela Kress sagt, du bist echt eine großartige Künstlerin, Eva. Oh, danke. So, das hört man zu Hause im stillen Kämmerlein natürlich nicht, gell? Tau, 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 lau, sagt, ich wünsche, ich könnte gerade mit Illustrator oder Photoshop arbeiten. In CAD ist meine aktuelle Arbeit erst nah weg, ja. Hey, aber auch CAD kann interessant werden. Okay, also, ich bin. Sind wir soweit? Ja. Evil Cerise. Ist deine Liste komplett?
Also mache ich mal alle auf. Die gucken wir uns dann an. Was würde ich ohne den Tim machen? Ja, das wird hart für dich, Eva. What? Sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. Okay. Wollen wir uns angucken? Also, ich tue dir auch mal den Bildschirm. Ah, warte. Okay. Ich fange vom letzten an, das gezeigt wurde, bis zum ersten. Okay. Okay? So, das ist von... Marktforscherprofil. Okay. Ein neues Pokémon namens Brockzissel. 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 Okay. Direkt mal an den Kyle Brushes ausprobiert für den Challenge. Aha. Schönen Gruß an Adobe Live. Cool, ja. Nett. Der Brockzissel. Da kommt schon was zwischen den Fingern raus, ja. Ja, da. Matthias Henning. Der heißt Knuffi. Knuffi. Bam, ja. Cool. Illustration, Eva. Interpretation. Ah, okay. Genau. Illustration, Copyright, Eva Wiedermann. Genau. Interpretation, Copyright, Matthias Henning. Also, das ist der Knuffi. Knuffi, cool. Dann haben wir Gamma Art. Die ist wie im Einsatz. Was ist denn das? Das ist ja cool. Ah, cool. Das sieht so aus, ja. Ostern, oder? Ostern, ja, das sind alles Osterhasen. Und, ach, die hat er auf dem Kopf gehaut, gell? Ah, das ist aber kein Osterhasen, das ist ein Oster... Das ist, ein Witter. Ja. Ach so, die hat er quasi ja. Gegen den Schädel gekühlt. Er ist im Einsatz. Ja, ja. Ah, und der, da ist der Hase, der macht Fotos von... Oh Gott, das ist ja. Auch cool. Und Patrick Meider. Der Plattler. Der Plattler. Das ist ja auch geil. Oh mein. Dieses Wesen gehört zu der Gattung der Plattler. Es ist ein Handplattler. Ein Handplattler, nicht zu verwechseln mit dem Schuhplattler. Ein harmloses Viech, solange man nicht zwischen seine Hände gerät. Ah ja. Das ist natürlich auch gut. Hm. Das ist sehr cool. Melanie Adelt. Gaming und Trading Card. Der Electrocute. Das ist ein Elektro-Pokémon in der ersten Entwicklungsstufe. Weitere Entwicklungsstufen gibt es bei Eva Wiedermann bei der Adobe Live Creative Challenge. Oh, ah genau, und die Melanie war das auch, die mir gestern noch dieses Comic geschickt hat. Schau mal, dass du nicht zeigen magst. Okay. Das war echt lustig. Blitzschlag und Kugelblitz. Sehr gut. Ah, der Bam, Feuerigel. Das ist natürlich auch eine super Idee.
Cool. Jemand Bock auf Waffeln? Britzel. Macht euch welche alias Evas Vieh. Der kleine Kerl ist die Adobe Live Session entstanden und wurde von Eva wieder mal entworfen. Wir durften ihn dann einen Namen geben. Ja. Super. Das ist auch eine gute Idee. Madame Fire Eagle. Dann haben wir Laubi auf Instagram. Und der heißt. Warte. Stand irgendwo. Stand im Hintergrund, aber ist schwer zu lesen, ist so dunkel. Ja, aber. Ah, Viechel. Viechel. Ach, Viechel, ja klar. Viechel. Viechel. Schwer zu lesen, aber viel Elektrizität da. Genau. Ja. Hauptsache es brutzelt. Ja, und ist ganz froh da. Läuft voran und. Dann Pinky Blitzy. Introducing. Vom Thomas Butcher. Ah, der nimmt den Strom direkt vom Strom. Oh ja. Oh, auch eine Animation. Das Replay. Ja. Okay, ja, ja. Das kann man auch ganz gut. Das frage ich jetzt dem Percy Chen im nächsten Stream zu machen. Mhm. Das Replay von seiner ganzen Zeichnungen. Okay, ich gehe mal voran. Ja, ist so cool auch zu sehen, wie der Prozess ist. Ja. Halt, ja. Oh, merkwürdig, dass das Viech da mit dem weißen Hintergrund ist. Ich dachte, das sei ja. So ein PNG. Ein. Aber da ist es ja dann weg. Ah ja, hat er dann weggetan, ja. Genau. Sehr gut, Thomas, danke. Super, ja. Bernd Sterzen. Das habe ich gestern auch schon gesehen. Das ist natürlich schon super beeindruckend hier, gell? Beeindruckend, das lebendige Viech. Sehr cool, ja. Darf man auch mehrere Clouds vergeben? Abos. Okay, ich sag dir was, Eva. Du kannst den ersten drei. Oh, wirklich? Ja. Die kriegen alle CC. Oh, gut. Ja? Mhm. Ja, das macht die Sache schon viel einfacher. Okay, gucken wir mal auf dem Chat, was ist. Warte, ich gehe schnell auf deinen rüber. Dann kommen wir wieder zurück. Ob die was im Chat sagen. Das hat sich echt richtig gelohnt, ja. Ja, alle ganz gespannt. Ah, ich denke mal, die Böcke sind gegeneinander gerannt und der Defi gerettet. Defi rettet gerade einen, ja. Mhm. Ich habe noch nie so glückliche Waffen gesehen. Ja, auch Plattner. Die Animation ist der Knaller. Aber alle wirklich toll. Ja, die sind alle wirklich toll. Ja, also ich danke, das ist super, ja. Das so zu sehen. Was die Leute mit anstellen. Das und sind die Ideen. Eva, okay. Du darfst jetzt drei davon auswählen. Gut. Machen wir nochmal von vorne durch. Ja. Das war der erste. Den zweiten. Dritten. Vierten. Der fünfte. Okay, also ich muss sagen, die Animation ist definitiv schon mal ein Abo wert. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Benjamin Stassenbach. Ja, ist einfach so dieser Wow-Effekt. Ja, ja, dass er plötzlich ins Bewegen kam. Ja, und auch dieses Dino, das ist von Dynamo, klar, das ist, das liegt so nah und ist doch so kreativ irgendwo, gell? Mhm. Nee, also super. Dankeschön, sehr schön das gemacht. Drin. Okay, dann soll ich wieder von vorne anfangen, ganz schnell? Oder hast du schon eine Idee? Ich weiß schon. Also ich hänge noch zwischen zwei anderen, aber der Schurblattler, der Blattler ist definitiv auch eins wert. Der einfach, Blattler? Einfach, weil es mich zum Lachen gebracht hat. Genau, ja. Das ist eine echt nette Idee. Designerauge. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt die letzte. Das wird jetzt schwierig. Nochmal alle durchgehen. Ich würde sagen, die Waffeln, ja. Das ist auch eine super Idee. Die Waffeln? Mit den glücklichen Waffeln, ja. Oh, Brizzle gewinnt auch. Genau. Madame Feuerigel. Juhu! Juhu! Also, wenn ihr schon in dem letzten Jahr Creative Cloud gewonnen habt, ihr drei,
dann müssen wir leider was anderes finden, wenn ihr es schon gewonnen habt. Aber wenn es in diesem Jahr noch nicht gewonnen habt, dann alles klar. Sehr cool. Sehr gut. Die drei Gewinner, das hat alles der, der Evil Series. Oh wow, hat die Farbe in den Augen. Ich ja, ja. Gesehen. Ja, das macht schon mal einen Unterschied, gell? Ich sehe schon auf der Liste, dass der Evil Series das alles hingeschrieben hat. Sehr gut. Danke, Evil. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende, gell? Ja, die sind alle, also sind alle Hammer. Brizzle ist klasse. Ich habe jetzt Lust auf Waffeln. Ja, ja, ich auch. Ja, ich bin für Defi, Waffeln und Animation. Ja, also ja, fast zwei von denen hat Eva gewählt. Sehr gut. Ich liebe Waffeln auch. Madame Feuerriegel, Feuerigel hat auch gewonnen. Geile Sachen dabei. Ich liebe die Waffeln. Ja, die waren echt eine gute Idee. Der Plattner ist cool. Ja, der Plattner ist auch cool. Eine coole Idee. Vor allem, weil der Dino ja auch so irgendwie die Farbe von so einem... Diese Wanderrucksäcke, diese zünftigen, schaut schon genauso aus. Madame Feuerigel ist gerade schreiend durchs Zimmer gesprungen. Ha, gut. Yeah. Wieder jemand glücklich gemacht. Schön. Und was mir so gefällt an diesen Giveaways, ist, dass ich nicht auswählen muss. Ja, das ist, es ist schon gemein. Also, wenn es nach mir ginge, dann würde jeder irgendwo gewinnen, weil einfach die Mühe ist es schon wert. Dass man da habt ihr wirklich toll gemacht. Danke, danke, danke. Ostern ist gerettet, das eine Auge. Super. Aber wenn das das Münchner Kindle ist, dann musst du natürlich auch langsam diese Münchner Kindle-Rüstung kriegen, gell? Also vielleicht kriegen wir das noch hin. Kaiser Katharina sagt, könnt für heute Feierabend machen, ja. Ja, wirklich danke an alle, die mitgemacht haben. Thomas macht immer mit. Ja, und wie gesagt, am dritten Tag, Eva, sind wirklich die Hardcore Adobe Live noch Fans eine Runde dabei. Aushalten wollen. Aber immerhin mehr als 200. Mehr als 200 echt? Seid ihr da und guckt Eva an. Ja, super. So cool. Ich bin ja nicht im Chat. Und in 15 Minuten geht's weiter mit Percy Chen und dem guten Chan. Dann um 2 Uhr bin ich wieder da mit Kathi Silagi. Und dann von 16 Uhr bis 18 Uhr der letzte Stream für diese 3 Tage mit dem Moritz Adam Schmidt und dem Chan wieder. Mhm. Kommt da wieder ein Superhero dran? Ich weiß nicht. Ich glaube, er macht noch, irgendwas habe ich auf Instagram bei ihm gelesen, er macht noch die Lady Photoshop, oder? Ah, Lady Photoshop. Ja, das hat er schon vorangekündigt, glaube ich. Ah, auch mit den Farben, ja, mit den Farben vom... Genau, so langsam muss man ja da... Mit dem, wie das Kleid da. Mhm. Genau, das sind so die Münchner Farben. Ja. Mhm. Schwarz und Gelb. Und wenn es schon das Münchner Kindle sein soll, dann sollte sie auch langsam mal ein Kostüm kriegen, gell? Also ich mach's jetzt nur sehr grob. Thank you.
sehr cool. Das mit dem grauen Hintergrund ist auch super, eine super Sache. Denke ja, ich. Es kommt, man sieht ja die Farben einfach, wie sie auf jedem Hintergrund wirken könnten. Ja, man hat ja nicht nur weißen Hintergrund. Das hat 50%. Genau. Ja. Ah, die Frage war schon vorher gestellt. Machst du die ILU fertig und stellst das dann ins Netz? Oder? Wenn ich mal die Zeit habe. Wenn, ja, also ich würde sagen... Nein. Ich lasse sie einfach so, wie sie ist. Das ist, so, das ist eine coole Skizze. Genau, es ist so ein Prozess. Manchmal finde ich, wenn man so vor sich, wenn man das weiterarbeitet, dann malt man das tot manchmal, finde ich. Also ich mag Skizzen. Eva kann kaum warten, wieder zu Hause zu sein und weiter auf den echten Sachen zu arbeiten. Ja, ich muss, ich habe Deadlines. Komm, ich mache es da ganz grob. Dann noch die Mütze. Ja, weniger. 48? Naja, man muss ja auch noch vorbereiten und das Riesen-Wacken wieder wegschleppen für den Persieger. Ja, genau. Und da sind sie schon. Hallo. Percy und Chan in the room. Hallo. Das wird jetzt ein bisschen schlampig so gegen Ende, aber. Ist okay. Es passt. Speed Painting. Genau, Speed Painting. Also es fällt alles unter dem Schutzmantel. Ah, Melanie, da, liebe, ganz, ganz gute Frage. Rufus, wie viele Personen sind eigentlich für so einen Livestream nötig? Habt ihr da eine große Mannschaft im Background? Nein. Ich mache alles. Und dann, da habe ich meine, ich kann mal schnell zeigen. Da habe ich so ein Monitor, wo ich dann wie im Fernsehstudio die Sachen ändere von einem Bild zum anderen. Und ja, wie ihr sehen könnt, da sitzt niemand anderes. Dahinter ist der Percy. Und zurück zur Eva. Ja, Christine, schade, dass das heute nicht mehr fertig wird, aber das sieht so gut aus. Ja, es ist auch gut so. Eine Skizze. Genau. Ich mache quasi jetzt mal so ein bisschen modellieren. Ja, Melanie, echt spartanisch, ja. So ist es. Adobe Live Deutschland. In Amerika ist es eine andere Sache. Die Amis machen ja immer alles viel größer. Ja. Ja, da haben sie... Da haben sie größere Leinwand. Da haben sie Studio. Im Studio haben sie ungefähr 3 verschiedene Leute, die dann auch helfen da. Und viel mehr Moderatoren im Chat. Danke, Tim. Das mein einziger Moderator im Chat. Und Thomas sagt, ich sage schon mal vielen, vielen Dank an Eva. Werde deinen Internetauftritt jetzt aufmerksam verfolgen und du bist mein Vorbild, was Charakterdesign betrifft. Dankeschön. Ja, es gibt noch viel mehr gute Vorbilder. Ne?
Ahnung. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 2 Minuten. Okay. Auch Designer Auge sagt, lieben Dank, Eva, war echt super. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder. Ah, in den USA sitzen die Mods auch immer links vom Gast, hier immer rechts. Ah. Ja, weil hier in der Ecke habe ich alle meine Sachen da. Ja, und auch Thomas sagt, ein Wiedersehen wäre schön. Nee, wer weiß. Ja, würde mich freuen. Ja. Jederzeit. Und Lavi sagt, ja, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeitsweise. Auch die Christine, Eva, ich wünsche dir noch alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Und wie gesagt, genau um 12 Uhr geht es hier weiter auf adobelive.com mit Percy Chen und dem Chan. Auch Kaiser Media, Katharina sagt, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch hier. Am meisten Kaiser auch, vielen Dank. Es war total spannend, dir zuzusehen. Ich bin begeistert. Gruß nach München. Und Stefan Bach Design, vielen Dank, sehr inspirierend und werde auch mal wieder versuchen, mehr zu illustrieren. Hat echt motiviert. Super, das freut mich. Ich werde beim nächsten Mal auch gerade reingucken, mal in den Chat. Jetzt auch. So, ja. Also von den Farben könnte man noch so ein bisschen rumpushen und rumschieben, klar. Aber das erste ist es okay. Ach, Walking Mills und Dark Angelic Vampires, vielen Dank, war echt super. Ja, was machen wir ohne Eva? Morgen ist es kein Livestream mehr. Das nächste Mal, wir werden sehen. Wann ist vielleicht bist du ja wieder auf Adobe Live. Ja, wie gesagt, man weiß ja nie, was kommt, gell? Ich hätte mir nie gedacht, dass ich jemals hier wäre. Also von daher, also es fängt schon mal so an, gell? Und Julia Turner, da kann ich mich nur noch anschließen. Es kribbelt direkt in den Fingern und man bekommt Lust auch wieder was zu machen. War super. Danke, werde ich jetzt öfter gucken. Super, danke Julia. Und Designerauge, jetzt tanze ich auch mal durch die Wohnung. Okay. Das wollte ich ja. Also, gleich geht's weiter. Eva, ja, danke. Es war super schön. Danke, dass ihr alle da wart. Danke für die 3 Tage. Alle Replays sind auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal zu sehen. Und bis gleich. In 5 Minuten geht's weiter. Und mit Percy. Vielen Dank, Eva. Vielen Dank euch allen. Gell? War super schön. Danke. Tschüss.